Dänische Second-Hand-Läden beschreiben einen Zwischenraum zwischen kommerziellem und sozialem Leben. Hier werden Spenden zu Waren und der Austausch von Waren zu einem Vorwand für einen niedrigschwelligen sozialen Austausch. Der dänische Ausdruck GENBRUG ist verwandt mit dem deutschen Wort gebraucht, das sowohl benutzt als auch benötigt bedeutet und die vielschichtige Konnotation dieses Ortes beschreibt. Der GENBRUG Antique von Anita in Skage ist ein solcher Ort. Hier treffen Einheimische, Touristen und Gastarbeiter aufeinander. In den engen Gängen handeln sie das Zusammenleben täglich neu aus. Für die einen ist der Ort eine soziale Anlaufstelle, wo sie Hilfe erfahren und lebenswichtige Güter günstig erstehen können. Andere sehen in dem Geschäft nur eine weitere Einkaufsmöglichkeit. Wieder andere schätzen den kulturellen Wert, der darin besteht, benutzte Gegenstände, die nicht mehr benötigt werden, einer neuen Nutzung zuzuführen, wie in dem Wort gebraucht. Für mich ist es immer eine besondere Erfahrung, wenn sich an einem Ort so viel Geschichte versammelt, die auch ein Abbild dänischer Alltagskultur vergangener Jahrzehnte ist. Ich hatte die Möglichkeit, Solvay einen Tag im Geschäft zu begleiten. Hi, hi. Hi, hi. For how long does the store exist? I think it's 8 years. At first it was the community that owned it, and now it's private. Anita is the owner, and she was an employee at the community store, and then she bought it. Det er jo jo selv bestemt, når vi er hjemme i ringen, er vi jo trøjke. Sådan er det jo. Hvad er det her for? Er det en redningsvest? Ja, så. Det er en redningsvest. Ja, det er jo tæt på. Ja. 12-50 kroner for den der. Jamen, så er jeg jo nødt til at regne med det. Kom du bare. Det var sgu heldigt. Det kan godt betale sig at lige stikke snuden forbi, når man kommer. Ja, kan nemlig så. Nu har vi også pakket det ud, så... Ja, det har vi alle de andre steder rundt. Der var de her slet. Så nu prøver jeg lige igen her. Ja. Det er nødt til at blive ude i vinen også. For det gør man. Den er så, det er nogen kort, der tager jeg også. Master tager vi ikke. Nej. Visa-kort vil vi gerne have. Og det var 40 kroner. Ein, what is customer? Kunde. Ah ja, eine Kunde ist eine Kunde. Ja, für mich. Alle ist lige. Gleich. Ja. Okay, kannst du noch mal erzählen, was du denkst, was für eine Rolle dieser Laden im sozialen Leben von Skaja hat? Die Fremden hier kommen wir helfen mit Kleider und Möbeln und andere Sachen. Und kannst du erklären, warum Anita das hier macht? Warum Anita diesen Laden hat, warum sie sich entschieden hat? Sie hat für die Stadt gearbeitet, richtig? Ja. Aber sie hat sich entschieden, diesen Laden weiterzuführen und nicht für die Stadt zu arbeiten. Ja. Das ist ja auch ein Risiko, selbstständig sein und nicht angestellt. Ja. Warum hat sie das gemacht? Es geht in die Blut. Du kannst nicht... Hvad hedder undvær? You can't live without it when you have tried it. You okay. You are hooked on it. I don't know what it means in Deutsch.
3 kroner. Wenn ich einen Freitag hat, ich denke, ich muss bei Anita und eine Tasse Kaffee trinken. Ich glaube, dass wenn ich nach Hause sitze, ich I think I have friends here. What do you think is the best part of your work? It's the social thing, and that Anita gets very happy when you have done something. Just take it there. Thanks. Let's go.